Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, geschätzte arbeitende Menschen in unserem Land, liebe Frauen, liebe Pensionistinnen, liebe Pensionisten, vor allem auch liebe Kinder. Die Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die in diesem Land leben, haben sie einen Bundeskanzler verdient, der sie respektiert. In diesem Video, das zurzeit kursiert, sehen wir einen Bundeskanzler, der die Leute für etwas verachtet, das er ganz direkt und ganz persönlich selbst zu verantworten hat. Nehammer bindet den Menschen die Schuhe zusammen und dann, wenn sie fallen, schreit er stets auf und rennt schneller weiter. Nehammer regt sich über die Teilzeitquote auf von Frauen, die schwierige Situationen in dem Leben jeden Tag bewerkstelligen müssen. Fast jede Frau in Österreich, die tatsächlich Teilzeit arbeiten muss, tut das, weil es keine gescheite Kinderbetreuung in ihrem Ort, in ihrer Stadt gibt. Und ich kann ganz persönlich berichten, ich weiß das, um was es hier geht und habe das selber erleben müssen, auch bei meiner Mutter, die mich mitnehmen hat müssen in einen Kurbetrieb damals, wenn der Kindergarten zugesperrt hat zum Mittag, mich in einem Zimmer verstecken hat müssen, damit sie keinen Ärger bekommt. Und genau das sind die Ursachen, warum es Frauen heute so schwer gemacht wird, auch tatsächlich mehr und Vollzeit arbeiten zu können. Nehammer vergiftet und spaltet das Land. Er haut hin auf die Leute, die jeden Tag schwer arbeiten, sich um ihre Kinder kümmern und sich trotzdem wenig bis nichts leisten können. Wenn er es ernst meinen würde, dann würde er sich darum kümmern, Kindergärten zu bauen. Er würde sich darum kümmern, Pädagoginnen und Pädagogen zu finden, damit diese Einrichtungen auch tatsächlich lange genug offen halten könnten. Wir sehen einen Politiker in diesem Video, der bei edlem Wein und Käsehäppchen knapp 23.000 Euro im Monat schwer auf die Inflation pfeift, auf die Mietexplosionen pfeift. Und dieser Politiker gleichzeitig, der dann den Menschen ausrichtet in unserem Land, Kinder sollen sich auch kein gesundes, kein warmes Mittagessen leisten können. Dann sollen sie halt doch tatsächlich zum McDonald's gehen. Und ganz ehrlich, das hat sich auch Österreich nicht verdient. Wir waren immer dann stark, wenn wir zusammengehalten haben. Wir waren immer dann stark, wenn wir aufeinander geschaut haben. Und nicht, wenn sie ein Bundeskanzler für etwas Besseres hält und auf die anderen hinuntertritt. Nehammer soll sich darum kümmern, dass Kindergärten gebaut werden. Er soll sich darum kümmern, dass jedes Kind das Recht hat auf ein gesundes, auf ein warmes Essen jeden Tag in den Bildungseinrichtungen. Er soll sich darum kümmern, dass dieses Land besser wird und soll nicht den Sozialpartnern, aber vor allem allen Arbeitnehmerinnen ausrichten, gibt's eine Ruhe, die Löhne dürfen nicht steigen. Nehammer soll sich darum kümmern, dass die Preise in den Supermärkten und die Miete tatsächlich leistbar wieder werden, statt in einem noblen Weinbau bei Käsehäppchen darüber zu philosophieren, was er wohl als nächstes wieder allen Menschen wegnehmen könnte. Wir kennen das bereits von Schwarz-Blau. Der Kanzler richtet schon jetzt den arbeitenden Menschen aus, dass die Löhne nicht steigen sollen. Morgen wird er uns ausrichten, dass wir wieder einmal die Pensionen kürzen müssen. Und übermorgen spart er unser Gesundheitssystem dann endgültig tot. Die ÖVP hat früher mal behauptet, dass sie christlich-sozial ist. Heute richtet der Caritas-Präsident dem ÖVP-Chef Folgendes aus. Er hat von der Wirklichkeit der Menschen keine Ahnung. Und genau das ist das Problem, das wir jetzt in diesem Bundeskanzler auch tatsächlich sehen. Ich finde, dass es eine ganz wichtige Eigenschaft ist, wenn man politisch Verantwortung in diesem Land trägt, dass man nicht Zustände verantworten muss, die immer schwerer werden, immer schlechter werden und gleichzeitig dann auf die Menschen hintritt, wenn man es politisch nicht schafft, diese Zustände zu ändern. Ganz massiv betrifft es Arbeitnehmerinnen, Frauen, Pensionistinnen und Kinder in unserem Land, die darunter leiden, dass dieser Bundeskanzler unter seiner Führung dieser Bundesregierung die Zustände problematisiert und gleichzeitig keine Lösungen anbietet. Und die Steigerung davon ist dann, diese selbstproduzierten schlechten Zustände Menschen als Probleme zu bezeichnen. Es sind nicht die Menschen das Problem, sondern die Bedingungen, unter diesen Menschen leben und arbeiten müssen. Politik heißt genau, diese Bedingungen zu verändern.
Und wenigstens sehen wir jetzt alle in diesem furchtbaren Video, was uns unter der nächsten schwarz-blauen Regierung tatsächlich drohen könnte. Das, was wir schon bei der letzten erlebt haben, die härtesten Pensionskürzungen, die Zerschlagung des Gesundheitssystems und vieles andere mehr. Nächstes Jahr hat Österreich komplett die Wahl, auch eine politische Richtungsentscheidung zu treffen. Eine schwarz-blaue Regierung zu ermöglichen oder eine, die tatsächlich alle Österreicherinnen und Österreicher von klein bis ganz groß in diesem Land respektiert. Es braucht wieder Politik für Menschen. Vielen Dank. Danke für Sie. Ehrlich gesagt, nicht viel. Ich glaube, es braucht eine positive Alternative in diesem Land. Es braucht endlich eine Politik, die Führungsverantwortung so definiert, dass sie die Bedingungen verbessert, nicht selber die Bedingungen verschlechtert und diese dann problematisiert. Das ist eigentlich der Grundzug auch meines politischen Handelns, meines ganzen Lebens gewesen. Es braucht eine Empathie gegenüber Menschen. Man muss Menschen einfach mögen, wenn man Politik macht und nicht so ein Bild abgeben, wie wir es gestern gesehen haben, dass einfach Respektlosigkeit und Missachtung von Menschen und Menschengruppen und nämlich fast allen, wenn man das zusammenzählt in diesem Video, tatsächlich ein Bundeskanzler zu Besten gibt. Das zeigt viel von der Geisteshaltung, hat viele Menschen erschüttert, aber ich arbeite daran, dass man eine positive Perspektive in der Politik zurückbringt. Ohne Menschen zu mögen, wird es in der Politik keine Erfolge geben können für niemanden in diesem Land. Ich glaube, es ist offensichtlich bei allen Betrachterinnen und Betrachtern dieses Videos, was Respektlosigkeit anbelangt. Wer für Sie als Koalitionspartner mit dieser Einstellung prinzipiell praktisch ausscheiden? Ich glaube, es würde jeder ausscheiden und jede ausscheiden, die Menschen nicht mag und Menschen problematisiert und gleichzeitig die Bedingungen tagtäglich verschlechtert.